Das kannst du keinem erzählen. Es ist zu krass. Ja, liebe Leute, wir wissen bereits, dass die Menschen in Iran extrem gastfreundlich sind. Aber an Tag 709 meiner Fahrradweltreise war es wirklich nochmal auf einem ganz anderen Level. Salam, war in der Pharmacy, neue Sonnencreme kaufen. Ich komme zurück, hängt hier so eine Tütchen mit Schokolade und einem Energy Drink an meinem Fahrrad. Niemand hier? Wer war das? Digga, einfach Iran, Mann. Gerade mal 10 Minuten später wollte der Restaurantbesitzer unter keinen Umständen mein Geld für meine Kebabs annehmen. Selbst das war es aber noch nicht. Erst die Tüte mit dem Energy Drink und dem Schokoriegel. Dann ein Typ im Supermarkt, der wirklich darauf bestanden hat, meine Nudelsoße zu bezahlen. Und dann im Kebab-Restaurant wurde ich auch noch eingeladen. Und das alles im selben Dorf innerhalb von 60 Minuten. Oh nein, es ist kalter Ruf. Ich bestehe wirklich immer 5-mal drauf zu zahlen. Wäre fast schon sauer, wenn die mein Geld nicht nehmen. Aber es geht einfach nicht.